Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einem neuen Retro-Unboxing, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, fast schon ein bisschen schade, dass ich euch hier nicht teasen kann, denn ihr habt es im Titel schon gelesen, aber ich habe jetzt meine eigene Nvidia Tesla-Karte. Hätte mir nicht gedacht, dass das so schnell geht, vor allem noch so günstig, aber warum es so günstig ist, sieht man nicht nur an der etwas lädierten Verpackung hier, sondern vor allem auch daran, dass das Ding sehr, sehr alt ist. Hierbei handelt es sich nämlich um die allererste Nvidia Tesla Generation. Und die werde ich jetzt gemeinsam mit euch auspacken. Wir schauen uns mal. Oh, das war die falsche Seite. Pardon. Oh. Ja, es ist schon ein bisschen sehr lädiert, aber naja, der Karton ist halt schon ziemlich alt. Aber trotzdem, riesig groß. Das muss man sagen. Das Ding ist riesig groß und wirkt sehr, also wirkte damals sicher sehr, sehr edel. So. Wir haben ja, was haben wir? 1,5 GB GDDR3 Speicher, nicht mal GDDR5. Wir haben 171 Watt Power Consumption, ist auch nicht gerade wenig. Wir haben ein paar Requirements, wir brauchen 1 GB RAM, wir brauchen mindestens einen Intel Pentium 4. Ja, das ist auch schon länger her. Und ansonsten schauen wir noch auf die Rückseite. Revolutionäre Tesla GPU, bla bla bla, Supercomputing within your reach. Wir haben immerhin 500 Gigaflops, aber nur in der Spitzenperformance, darf man nicht vergessen. Wir haben massives Multithreaded Computing, obwohl das Modell hier leider aus dieser ersten Generation nur das Einsteigermodell ist. Es gibt noch zwei weitere, meine ich, die jeweils eben das Doppelte haben, also doppelt so viel Speicher, also 3 GB und 6 oder 5,5, 4,5, Entschuldigung, und halt eben statt einem Kern 2 oder 4. Ja, da müssten 6 GB sein beim Topmodell. Egal. Paralleler Data Cache, ja, that is copy to your times. C is for the GPU. Cool. Wir haben eine hohe Single Precision Floating Point Performance. Heutzutage wird auch eher auf Double Precision Leistung gegangen. Und wir haben einen Nvidia GPU Computing Driver. Das ist ja schön. Ups. Ja, auch hier. Ist halt schon ein bisschen älter, das Ding. Ich befreie es mal von seinem maroden Korsett. Und wenn man sich das Ding hier so anschaut, könnte es sich doch einfach um irgendeine moderne High-End-Grafikkarte handeln. High-End ist ja schon, wie gesagt, das Stichwort. Es ist übrigens keine Grafikkarte, für die, die es nicht wissen. Eine Tesla ist ja keine Grafikkarte in dem Sinne. Es ist ein, wie nennt man das nochmal? Ein Co-Prozessor, nein, Co-Prozessor waren die Xeon Phi, glaube ich. Auf jeden Fall hat das Ding jetzt, das Ding verfügt, ihr werdet es gleich sehen. Wir machen das Ding mal auf und flupp, so. Thank you for purchasing a Tesla HPC Solution. Das sind eben typische Karten, die in den Supercomputern eingesetzt werden und vor allem in speziellen Szenarien. Wir haben eine Treiber-CD aus der Zeit, wo sowas noch durchaus gebräuchlich war. Wir haben einen Installation Guide. Das muss ich auch mal zeigen. Denn so einen fetten Installation Guide für eine Grafikkarte habt ihr definitiv noch nicht gesehen. Da seht ihr nochmal Tesla C870. Das ist eben nicht einfach so reinstecken, wie man das ja so kennt. Egal. Man gibt alles mögliche Zubehör, wir müssen sicherstellen, dass wir alles mögliche haben und wir brauchen zwei Slots Platz. Das ja, kennt man. Oder braucht das Ding gar nur einen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, wir brauchen einen 6-Pin Power Connector. Nein, zwei 6-Pin Power Connector sogar. Da seht ihr auch schon mal, wie die Karte aussieht. Etc. pp. Schön. Ja, man sieht, die Karte ist noch eher aus älteren Zeiten. Das ist noch eher so XP-Style. Nun gut, wenn die Karte drin ist, sollte sie hier drunter sein. Und da ist das Ding ja auch schon. Alter Schwede, ist das ein fettes Teil. Nicht, dass ich das nicht öfter hören würde, aber holy shit. Leider fehlen die Accessoires, so wie ich das sehe. Nicht, dass ich die brauchen würde. Das waren ein Molex auf 6-Pin-Adapter, glaube ich. Man sieht am Staub, der sich gesammelt hat hier drin, dass das Ding durchaus in Gebrauch war. Und holy shit, ist das ein fettes Teil. So sieht es ja also aus. Meine erste eigene Tesla-Karte. Ist es nicht schön? Ich freue mich. Wie so ein kleines Kind. So,
Dann heben wir den Kollegen mal raus und schauen mal, was so eine Tesla-Karte denn so bietet. Außer einen richtig, richtig fetten Radiallüfter, der auch richtig fettdreckig ist. Aber das Ding wiegt schon einiges. Man sieht hier den Kühlkörper mit diesen Kühlrippen. Man sieht hier das Nvidia und Tesla-Logo natürlich. Ja, ein PCI Express, Gott sei Dank. Und wir sehen schon, dass das Ding hier massiv, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was das hier für ein Anschluss ist. Ich habe noch nie mit einer Tesla-Karte gearbeitet, muss ich dazu sagen. Oh, hier liegt schon mal irgendeine Schraube, vielleicht von der Slotblende, man weiß es nicht. Hier sehen wir die zwei 6-Pin-Konnektoren. Sorry, dass es ein bisschen strahlt, aber es ist ein bisschen düster draußen, es toppt gerade so ein bisschen das Gewitter. Ne, zumindest angedeutete Backplate, auch hübsch. Leider sind nicht mehr Details zur Grafikkarte oder zur Karte. Jetzt wisst ihr auch, warum ich sagte, Grafikkarte unter Anführungszeichen. Das Ding hat nämlich keinen Anschluss für die Schnauzegewitter, für irgendwelche Bildschirme. Denn das Ding soll ja nur als Unterstützung zum bestehenden System dienen. So, wir haben hier eben den Radiallüfter und man sieht auch, dass das Ding hier hinten so einen. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Ein Ankerpunkt vielleicht. So ein Anker hat, den man das Ding dann abstützen kann. Jedenfalls nehme ich an, dass das dafür gedacht ist. Weil das ist ja schon doch recht schwer, obwohl dafür ist es verkehrt herum. Das Ding wird ja so reingebaut. So ungefähr sieht es aus, wenn man es eingebaut hat. Ich weiß es gar nicht. Oder ist es irgendeine sonstige Unterstützung? Man kann es auf jeden Fall abmontieren. Und ja. Das war's eigentlich schon. Vielleicht blende ich euch ein paar Details zur Karte noch ein. Ist vielleicht ganz spannend zu sehen, was in diesem Kern wirklich drinnen steckt, welche Leistung das Ding erbringen kann. Und leider kann ich euch das Ding nicht in Betrieb zeigen, denn ich wüsste nicht, wofür ich die Karte jetzt hier in meinem Umfeld brauchen würde. Ich glaube, ich werde die Karte einfach nur ein bisschen putzen. Schauen wir nochmal in den Lüfter rein. Ach ja. Das Ding hat übrigens, obwohl das, ich weiß nicht, ob das ein Referenzdesign ist, aber auf jeden Fall hat das Ding Heatpipes. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Zwar nur eine Heatpipe, aber das macht das Ding ja nicht weniger hübsch und attraktiv. Ich finde sie vom Design her echt sehr, sehr nice. Ich mag dieses Brutale irgendwie. Na gut. Das war das Unboxing und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, arrivederci und goodbye.